herzliches Hallo für einmal nicht aus dem Studio, sondern aus Küsnacht an der Zürcher Goldküste. Wir sind einem Weltstar auf der Spure. In 2 Tagen nämlich wird Tina Turner 80 Jahre alt. Ja, und obwohl sich die Sängerin fast gänzlich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, erfahren Sie in dieser Sendung ganz viel Spannendes rund um einen Superstar. Hier schon einmal ein kleiner Überblick. Wie Tina Turner auf ihrem Weg ganz nach oben auch mit viel Leid fertig werden musste. Tina Turner ist eine sehr fordernde Person. Ein Interview mit Autor Dominik Wichmann. Er kennt sie wie nur wenige. You made me feel very welcome. Seit fast 25 Jahren wohnt Tina Turner in der Schweiz. Ihr Weg zum Roten Pass und zu ihrem inneren Frieden. Ich musste mich anfassen. Ich bin da. Christina, du bist da. Neben Tina Turner. Musical-Darstellerin Christina Love steht täglich als Tina Turner auf der Bühne mit dem Segen der echten Queen of Rock. Und dann sitzt sie dort im schönsten Dessous mit High Heels und ich meine die Beine. 2 Starfotografen und weitere Schweizer Persönlichkeiten erinnern sich an magische Momente mit dem Superstar. Wir sind jetzt hier in Küsnacht, gute 10 Kilometer von der Stadt Zürich entfernt. Und hier leben über 13'000 Menschen. Und eine davon ist Tina Turner. Hinter mir da sehen Sie ihr Haus oder vielmehr ihr Schloss. Und hier verbringt sie die meiste Zeit von ihrem Lebens oben. Sie hat sich eigentlich komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und auch Interviews gibt sie kaum mehr. Sie hat aber vor gut 2 Wochen in New York am Broadway eine Ausnahme gemacht. Anfang November taucht Tina Turner überraschend bei der Broadway-Premiere ihres Musicals Tina in New York auf. Ich liebe es, diesen Darstellern zuzuschauen, die Dinge tun, für die ich Jahre gebraucht habe. Ein Auftritt mit Seltenheitswert, denn seit Jahren macht sich die Pop-Legende rar. Fernsehinterviews gibt sie so gut wie nie. Dies auch aus gesundheitlichen Gründen. Auch ihre geplante Geburtstagsfeier vom kommenden Dienstag in Zürich soll sie deshalb abgesagt haben. Wenn Tina Turner noch in Erscheinung tritt, dann aus gutem Grund. Pünktlich zu ihrem 80. Geburtstag kommt ein Bildband über sie heraus. Die Fotos darin höchstpersönlich von ihr abgesegnet. Auch viele Botschaften von Wegbegleitern sind darin zu finden. Zum Beispiel ein Liebesbrief von ihrem Gatten Erwin Bach. Oder Glückwünsche von Superstars wie Musiker Bryan Adams. Oder Designer Christian Louboutin. Das Buch ist in eine Box verpackt, inklusive einem von Tina Turner designten Goldring, wie sie ihn stets am Daumen trägt. Die auf 800 Exemplare limitierte Box kostet rund 2.750 Franken. Ein weiteres Projekt, ein großer Dokumentarfilm über sie, der demnächst herauskommen soll. Co-produziert von Ehemann Erwin Bach. Tina Turner wird also trotz Ruhestand auch in naher Zukunft noch viel von sich reden machen. Von Küsnacht auf München, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht, was wir hier wollen in einer Spezialsendung rund um Tina Turner. Es ist so, wir besuchen hier einen Mann, der sich intensiv mit der Tina und allen Facetten von ihrem Leben auseinandergesetzt hat. Dominik Wichmann, einer der Top-Journalisten Deutschlands. So war der 48-Jährige unter anderem Chefredakteur des Wochenmagazins Stern. Heute leitet er seine eigene Medienagentur und ist als Autor tätig. Zusammen mit seiner amerikanischen Co-Autorin Deborah Davis verfasste er Tina Turners Autobiografie in enger Zusammenarbeit mit dem Superstar. My Love Story wurde in über 20 Sprachen übersetzt und schaffte es in die Bestsellerliste der New York Times. Schönen guten Tag, Frau Bausart. Herzlich willkommen. Herzlichen Schön, dass Sie da sind. Schön, Sie kennenzulernen. Kommen Sie rein. Dankeschön. Vielen Dank. Herr Wichmann, wie lange ist es denn her, dass Sie Tina Turner zum letzten Mal gesehen haben? Muss ich ein bisschen nachdenken. Das letzte Mal habe ich Sie gesehen vor circa 6 Wochen in Zürich, in Küsnacht, in Ihrem Haus. Und wie geht es ihr momentan? Gut.
Gut. Also es ist immer hängt ein bisschen von der Tagesform ab, aber gemessen an zwei Faktoren, nämlich einerseits ihrem Alter, Tina Turner wird 80 in wenigen Tagen, und auf der anderen Seite aufgrund ihrer ja nicht ganz leichten Operation, die sie hinter sich hatte, nämlich eine Transplantation der Niere, geht es ihr den Umständen entsprechend wirklich gut, muss man sagen, ja. Aber Interviews gibt sie momentan nicht, oder? Warum nicht? Woran liegt das? Tina Turner sagt von sich selber, sie sei zurückgetreten. Sie sagt immer, I'm retired. I'm a retired artist oder person oder wie auch immer. Und Teil dieses Ruhestands, wenn man so will, ist quasi ihre Entscheidung, nicht mehr so sehr in der Öffentlichkeit zu stehen, wie sie schon in der Öffentlichkeit gestanden ist. Sie macht da ab und zu Ausnahmen, ganz, ganz, ganz selten. Sie geht damit sehr, sehr, sehr sparsam um. Mit Ihnen aber nicht. Mit Ihnen hat sie sich ja sehr viel Zeit genommen, aufgrund von der Autobiografie, die Sie ja mit ihr zusammen geschrieben haben. Die Zusammenarbeit mit Tina Turner haben Sie als ein anstrengendes Vergnügen beschrieben in einem Interview, das ich gelesen habe. Was genau meinen Sie damit? Anstrengend aus zwei Gründen. Einerseits, sie ist sehr fordernd. Tina Turner ist eine sehr fordernde Person. Ein Interview oder ein Gespräch mit ihr über mehrere Stunden führt sich nicht dadurch, dass man zuhört, sondern es führt sich auch dadurch, dass man sehr viel gibt. Tina Turner ist jemand, die gerne mit Leuten spricht, die gerne in eine Konversation tritt, in einen Dialog und nicht in einen Monolog. Es ist keine Person, die einfach nur sendet, sondern die eben auch empfängt. Und das ist anstrengend, denn sie ist interessiert an ihrem Gegenüber. Und abgesehen davon ist es auch nicht immer leicht gewesen, für sie natürlich ohnehin nicht, über die sehr facettenreiche Biografie zu sprechen. Sie hat ja Ups und Downs gehabt, Höhen und Tiefen. Und an der einen oder anderen Stelle ist es auch manchmal ein bisschen anstrengend. Wie intensiv haben Sie denn diese auch Tiefen, die sie in den letzten Jahren miterlebt hat? Also wir sprechen hier von Darmkrebs, einem Schlaganfall, chronischem Nierenversagen und dem Suizid ihres Sohnes. Wie geht sie damit um? Wie würden Sie das einschätzen? Sehr stark, sehr stark, sehr tapfer, sehr, sehr selbstbestimmt, sehr, sehr klar und sehr, sehr realistisch. Also der Umgang sowohl von ihr als auch von Erwin Bach, ihrem Ehemann, mit den vielen Herausforderungen, den gesundheitlichen Herausforderungen in den vergangenen Jahren, nötigt mir als Außenstehenden sehr, sehr großen Respekt ab. Sie haben vorhin diese Ups and Downs angesprochen, diese vielen Downs auch, die sich so kumuliert hatten in den vergangenen Jahren. Wie würden Sie die Einstellung von Tina Turner zum Thema Tod, wie würden Sie das beschreiben? Also ich glaube, das sage ich als jemand, der jetzt nicht so alt ist wie Tina Turner. Ich glaube, dass sich im zunehmenden Alter die Einstellung zum Thema Tod ohnehin verändert, bei jedem von uns. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch bei Tina Turner der Fall war. Hinzu kommt, wenn man so lebensbedrohliche Krankheiten erlebt, wie sie erlebt hat und erleben musste, könnte ich mir vorstellen, dass diese Einstellung zu Fragen der Endlichkeit des Lebens auch nochmal sehr stark beeinflusst werden. In ihrem speziellen Fall kommt noch eine dritte Komponente hinzu, nämlich dass Tina Turner, so wie ich sie erlebt habe, ein sehr spiritueller Mensch ist. Und diese Mischung aus dem Thema Realismus, aus dem Thema des eigenen Erlebens und aus der Frage des spirituellen Betrachtens eines Lebens ergibt sich eine sehr pragmatische und sehr gelassene Haltung diesem großen Thema der menschlichen Sterblichkeit gegenüber. Dieser Pragmatismus erkennt man ja auch in der Tatsache, dass sie der Sterbehilfsorganisation Exit beigetreten ist, oder? Richtig. Also es ist in der Tat so, das hatte sie damals, sie hat sich damals entschlossen, diesen Schritt zu gehen, sich sozusagen dort anzumelden. Und damit geht natürlich auch einher eine tiefe und intensive Auseinandersetzung mit der Entscheidung, sowas sozusagen theoretisch, auch praktisch dann sozusagen umzusetzen. Man muss aber wissen, das war im Vorfeld ihrer wirklich schweren Nierenkrankheit. Und das Zweite, man muss wissen, sie hat sich auch noch zu einem zweiten Thema entschieden, nämlich dass sie als sehr bekannte Person entschieden hat, darüber auch zu sprechen. Und das sind zwei sehr grundlegende Entscheidungen. Und für eine so bekannte Person wie für Tina Turner ist auch Letzteres ein ganz wichtiges Thema.
Tina Turner ist heute eine lebende Legende. Sie ist Queen of Rock'n'Roll. Und trotz ihren vielen Tiefschlägen, die sie wegstecken musste, hat sie eine unglaubliche Karriere angelegt. Und genau die schauen wir uns jetzt genauer an. Ihre Musikkarriere beginnt im Duo mit Ehemann Ike Turner anfangs der 60er Jahre. Als Ike und Tina Turner spielen sie Rock'n'Roll, Blues, Funk und Soul und touren zusammen nahezu durchgehend bis 1975. Mit ihrer Coverversion von Proud Mary gewinnen sie 1972 sogar einen Grammy. Tina Turner, eine Ausnahmeerscheinung. Ich war die Einzige, die getanzt hat. Ich erinnere mich, wie Little Richard sagte, Tina tanzt, da können wir nicht mithalten. Ich habe auf der Bühne immer getanzt. 1976 folgt die Trennung von Ehemann und Band. Der Durchbruch als Solokünstlerin lässt auf sich warten. Erst 1984 kommt es zum ganz großen Comeback. Das Album Private Dancer ist ein Befreiungsschlag und wird zum Referenzwerk. Dank Hits wie Better Be Good To Me und What's Love Got To Do With It. Bis heute ist Private Dancer das erfolgreichste Tina Turner Album. Dank ihrer Berühmtheit ergattert sich die Sängerin auch einige Schauspielrollen, wie hier im Musikfilm Tommy als Bösewichtin Acid Queen. Oder an der Seite von Mel Gibson in Mad Max. Für den Actionfilm liefert sie auch gleich den Titelsong mit. Tina Turner landet einen Hit nach dem anderen und singt sich in den Rock-Olymp. Bis heute zählt sie fast 200 Millionen verkaufte Tonträger und 12 Grammy Awards. Besonders live ist Tina Turner eine Wucht und ein Besuchergarant. Daran erinnert sich Schweizer Konzertveranstalter André Beschier gerne zurück. Wir haben das Fußballstadion in Basel ausverkauft. Dort war Joe Cocker dabei und Eurythmics. Dann auch fünfmal das Hallenstadion. Der Rekord hat sie immer noch. Und dann mit den letzten zwei Konzerten nochmal im Witzigrum. Und zweimal hintereinander hat sie im Witzigrum gespielt. Und dann nochmal zwei Abschiedskonzerte im Hallenstadion Zürich. Ich glaube, das zeigt eigentlich, wo sie steht. Ganz oben steht sie, als sie 2008 zur allerletzten Tournee aufbricht. Es ist eine beeindruckende und vor allem eine sehr lange Karriere, die Tina Turner hingelegt hat. Mit knapp 70, 2009 hat sie ihre Bühnenkarriere beendet. Wie wahrscheinlich ist es, dass jetzt mit 80 nochmal ein Comeback kommt? Auch auf die Gefahr hin, die Zuseherinnen und Zuseher des Schweizer Fernsehens jetzt herbe enttäuschen zu müssen. Ich glaube, die Gefahr ist keine, weil es steht nicht zur Debatte. Ich glaube, die Aussage von Tina Turner, dass sie sagt, ich bin zurückgetreten und ich blicke auf eine unglaublich tolle und großartige und lange und ereignisreiche Karriere zurück. Diese Aussage wird sich nicht verändern. Das wird so bleiben. Sie ist zurückgetreten und ich denke, die Hoffnung oder die Chance auf ein Comeback, wenn man so will, die ist ausgeschlossen. Und haben Sie das Gefühl, sie vermisst die Zeit als Künstlerin? Ich denke, sie wird das nicht vermissen. Sie hat damit ihren Frieden gemacht, sie hat damit abgeschlossen, sie schaut auf ein unglaublich bewegtes Leben zurück. Und die Zeit auf der Bühne, glaube ich, vermisst sie nicht, weil man auch wirklich gerne vergisst, das ist ganz harte Arbeit. Das ist einmal in Zürich auf der Bühne stehen, am nächsten Tag in Amsterdam. Am übernächsten Tag in Edinburgh und am überübernächsten Tag in Dublin. Und das 200 Tage im Jahr. Und das ist schon wahnsinnig anstrengend. Jetzt, wie gesagt, sie ist zurückgezogen. Sie hat ihre Bühnenkarriere aufgegeben. Und trotzdem steht sie in Form von einem Musical auf der Bühne und es wird ein neuer Doc-Film über sie erscheinen. Mhm. Wie findet sie denn diesen Rummel um sich und um ihre Person? Also ich würde mal sagen, am Anfang war sie kein Fan der Idee, dass sie da mitmachen soll, dass sie quasi
mit der Kamera, respektive mit so Leuten wie Deborah Davis oder mir, über ihr Leben nochmal sprechen sollte. Sie sagte immer, I don't want to talk about my life, I lived my life. Sie hat es gelebt, sie muss nicht nochmal drüber sprechen. Das war ihre Haltung und ehrlich gesagt ist das immer noch so ihre Haltung. Es gehört aber auch zur Wahrheit, dass sie die Zusammenarbeit sowohl mit den Kollegen des Dokumentarfilms, der demnächst erscheinen wird, als auch mit den Kolleginnen und Kollegen des Musicals, als auch mit Deborah und mir, nicht gänzlich abgelehnt hat. Also es gab schon Phasen, da hat ihr das, glaube ich, auch ein bisschen Spaß gemacht. Das hoffe ich zumindest. Aber insgesamt muss man schon sagen, dass sie am Anfang kein Fan war von der Idee, aber zunehmend sich darüber gefreut hat und es auch akzeptieren konnte. Tina Turner hat ihr privates Glück erst in der zweiten Hälfte von ihrem Leben gefunden. Die Ehe mit dem Ike Turner, die war hingegen geprägt von Demütigungen und Brutalität. Es ist eine Begegnung, die ihr Leben für immer prägen wird. 1958 trifft die damals 19-jährige Anna May Bullock in St. Louis auf Ike Turner. Sie, damals Mutter eines neugeborenen Sohnes, er ein stadtbekannter Bandleader. Ich dachte, er war der hässlichste Mensch, den ich je gesehen habe. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so dünn war. Aber er hatte eine Präsenz auf der Bühne. Ich dachte mir, mit der Band will ich singen. Ike Turner heuert das Mädchen aus Tennessee als Sängerin an. Aus der beruflichen Zusammenarbeit wird bald eine Liebesbeziehung. Ike bindet die kleine Ann immer enger an sich und gründet 1960 das Duo Ike und Tina Turner. Dafür lässt er ihren Namen ändern. Tina reimte sich auf Sheena, eine Figur, die er aus einer Fernsehserie kannte. Und Turner sollte vorgeben, dass wir verheiratet waren, was damals nicht stimmte. Ihre Vorbehalte straft Ike Turner mit Gewalt, mit Prügel und Misshandlungen. Als er fertig war, blieb ich mit verquollenem Gesicht und dröhnenden Kopfschmerzen liegen und dachte, du bekommst ein Kind und kannst nirgendwo hin. Du sitzt gewaltig in der Falle. An jenem Abend wurde ich zu Tina Turner. Die kleine N gab es nicht mehr. Der gemeinsame Sohn Ronnie wird 1960 geboren. Mit den beiden Kindern von Ike waren sie nun zu sechst. Zwei Jahre darauf heiraten Ike und Tina in Tijuana, Mexiko. Das Duo feiert beruflich Erfolge. Das Privatleben allerdings leidet unter dem Drogenkonsum und der Gewaltbereitschaft des Ehemanns. Erst 14 Jahre später flüchtet Tina Turner in einer Nacht- und Nebelaktion in ihr neues Leben. Ein freies, ein selbstbestimmtes Leben. Es ist der Wendepunkt, musikalisch, aber auch in der Liebe. 1985 reist Tina Turner nach Köln und wird von Musikmanager Erwin Bach vom Flughafen abgeholt. Das Herz schlägt ihr bis zum Hals. Augenblicklich pochte es so laut, bum, 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 dass es alle anderen Geräusche übertönte. Meine Hände waren eiskalt, innerlich zitterte ich wie Espenlaub. Davon sprechen sie also, wenn sie Liebe auf den ersten Blick meinen. Kurz darauf werden die amerikanische Queen of Rock und der deutsche Musikmanager ein Paar. Für ihn zieht Tina Turner nach Europa. Erst nach London, dann nach Deutschland, zwischenzeitlich nach Frankreich und schließlich in die Schweiz. Hier in ihrem Chateau Algonquin in Küsnacht heiratet das Paar schließlich nach rund 30 Jahren Beziehung. Der Bräutigam lässt es Rosenblätter regnen. Erwin Bach hatte aber schon 23 Jahre zuvor einmal um ihre Hand angehalten, wie ihr Talkerin Oprah Winfrey in einem Interview erzählt. Ich ging auf die Knie. Das hatte ich noch nie in meinem Leben gemacht. Ich war nie verheiratet. Ich hatte den Ring bereit. Es hätte sein können, dass Tina ja sagt. Ich wusste es aber nicht. Und dann hat sie dich 23 Jahre lang zappeln lassen? Ja, aber ich konnte zwischen den Zeilen lesen. Nach der Hochzeit kumulieren sich die Schicksalsschläge. Tina Turner wird schwer krank. Und 2018 nimmt sich ihr ältester Sohn Craig das Leben. Erwin Bach steht ihr zur Seite. Er schenkt ihr nicht nur sein Herz, sondern auch eine Niere, die sie 2017 aufgrund eines chronischen Nierenversagens so dringend braucht.
Mit Erwin Bach hat Tina Turner ihr Glück gefunden, ihre größte Stütze, ihren Lebensretter. In ihrem Buch werden viele Passagen auch erzählt, in dem es um diese brutale Beziehung zu Ike Turner geht. Wie war es für Tina Turner, darüber zu sprechen mit Ihnen? Anfänglich, glaube ich, hatte sie große Scheu davor. Und das war für sie gewiss nicht einfach. Das war so, dass sie manche Erinnerungen nochmal aufgewühlt haben. Es war aber für das Buch sehr wichtig. Und es war für die Konsistenz und den Zusammenhang einer Lebensgeschichte sehr wichtig. Denn ein Leben besteht nicht nur aus den Höhen und aus den hellen Momenten, sondern eben manchmal auch aus den tiefen und den langjährigen dunklen Momenten. Und darüber hat sie dann auch Auskunft gegeben. 2007 ist Ike Turner verstorben. Glauben Sie, dass Tina Turner ihm vergeben hat, verziehen hat? Einerseits definitiv ja, weil sie stark daran interessiert ist, mit dieser Geschichte ihren Frieden zu finden. Und ich denke, dass sozusagen das Vergeben ein wesentlicher Bestandteil dessen ist, zu innerem Frieden zurückzufinden. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Dinge, die er ihr angetan hat, die Langwierigkeit dessen und die Bösartigkeit und die Intensität doch ein Ausmaß haben, dass sie es zumindest immer noch beschäftigt. Der Wendepunkt in ihrem Liebesleben kommt mit dieser Begegnung mit Erwin Bach. Das wird im Buch beschrieben als Liebe auf den ersten Blick. Wie genau kam das? Die beiden haben sich durch Zufall kennengelernt, ich glaube in Köln am Flughafen. Als Erwin Bach Teil der Delegation war, die Tina Turner abgeholt haben. Und als er im Vorfeld sich überlegte, wie könnte er dem großen Star Tina Turner, wie könnte er eine Freude machen, hat er sich erzählen lassen, dass sie ein großer Freund ist von einem bestimmten Mercedes-Geländewagen. Und daraufhin hat er sich diesen Geländewagen organisiert und hat sie mit diesem Geländewagen abgeholt. Und als sie dann im Auto saßen, haben sie beide sehr schüchtern über die verschiedenen Funktionsweisen dieses Mercedes-Geländewagens gesprochen, anstatt über das, was sie beide nämlich wirklich fasziniert hat, nämlich der jeweils andere. Das Automobil sozusagen, der Geländewagen, war gewissermaßen das Vehikel, über dem man sich so ein bisschen näher gekommen ist. Das war der Beginn dieser langjährigen Leidenschaft und Liebe. Und aus diesem Beginn wurde eine sehr lange Beziehung und eine Beziehung, die auch Aufmerksamkeit erregt aufgrund eines relativ großen Altersunterschieds von 16 Jahren. Ich finde, dass die sogenannte Aufregung, die es damals vielleicht gegeben haben mag, viel mehr ein Indikator für die Prüderie der Zeit ist, als für irgendetwas anderes. Sie sagt auch in ihrem Buch, in Wirklichkeit ist er 60 und ich 16. Wie meint sie das? Ja, sie hat manchmal die Unvernunft und das Rambazamba der 16-Jährigen und die Lebenslust und den Aufbruchsgeist und vielleicht auch manchmal die Naivität, die Freude, das hat er alles auch. Aber Erwin Bach ist he's a grown-up man. Er ist ein erwachsener Mann, er ist ein sehr rationaler, ein sehr fürsorglicher und sehr, sehr erfahrener Mann. Und ein toller Typ, muss man ganz sagen, ein toller Typ. Und so mag es erscheinen, dass er quasi, wie Tina immer sagt, sozusagen der Ältere der beiden ist, was den Reifegrad anbelangt. Man muss dazu sagen, wenn sie solche Sätze sagt, dann sagt sie es immer mit einem wahnsinnigen Schmunzeln. Also man sieht auch ein bisschen die Ironie dabei. Es gibt nämlich auch Stimmen, die behaupten, dass Erwin Bach auch eine Managerfigur ist für Tina Turner. Und dass er ihr Leben auch massiv managt. Und wie würden Sie das beschreiben? Oder wie würden Sie das aus Ihrer Perspektive, wie haben Sie das wahrgenommen? Also natürlich ist, Erwin Bach ist ein extrem kluger, erfahrener Musikmanager gewesen und ist es natürlich in Teilen auch immer noch. Und auch aus diesem Grund ist er meines Erachtens ein großes Glück für Tina Turner, denn wir alle kennen die Geschichte und die Geschichten von Stars, die falsch beraten sind und was dann passiert. Und dieses Dilemma oder dieses Schicksal hatte Tina Turner allein deswegen nicht erfahren, weil ihr Ehemann
jemand ist, der die Branche kennt, der genau weiß, wie die Regeln sind und der auch damit umzugehen weiß. Und so gesehen ist er natürlich auch Teil ihres Managements, völlig selbstverständlich. Tina Turner hat ihren Frieden gefunden mit dem Erwin Bach und mit ihrem Glauben. Zu ihrem Seelenheil hat aber auch die Schweiz wesentlich beigetragen. Seit 1994 ist sie nämlich in der Region Zürich daheim und seit 2012 ist Tina auch hochoffiziell eine von uns. This is Zurich. Wow. Stolz zeigt Tina Turner einer US-Journalistin ihre Heimat. Seit 24 Jahren wohnt sie im Kanton Zürich. Zum ersten Mal in die Schweiz kommt Tina Turner in den 70er Jahren für Konzerte. Schon bald füllt sie hier immer wieder Stadien. Auch ihre Auftritte im Schweizer Fernsehen sind hierzulande große TV-Highlights. Wonderful, I hope to see you soon. Thank you very much, Tina Turner. All the best. Thanks a lot. Goodbye. Die Schweizerinnen und Schweizer schließen die Sängerin aus Amerika schnell in ihre Herzen. Ganz in die Schweiz bringt Tina Turner aber schließlich er, Erwin Bach, ihr heutiger Mann. Der Deutsche wird Mitte der 90er Jahre Chef des Plattenlabels EMI Schweiz. Die beiden mieten dieses Haus am Zürichberg, dem Villenviertel der Stadt. Bei ihrer Ankunft gibt Turner eine Pressekonferenz und sagt ohne Umschweife, was für ein Leben sie sich hier wünscht. Meine Privatsphäre ist mir wichtig. Ich mag es nicht sonderlich, wenn man über meinen Gartenzaun schaut und mir zuruft. Es ist aber nicht nur die Diskretion, die Tina Turner in ihrer neuen Heimat zu finden hofft. Es gibt viele Dinge, die ich hier wundervoll finde. Die Landschaft, die Kuhweiden, die Bauernhöfe. Das erinnert mich an meine Kindheit in Tennessee. Auch die Berge. Das hat alles etwas Magisches. Haben Sie hier denn bisher schon mehr gesehen als Hotels und der Flughafen? Nein, noch nicht. Aber nun wohne ich hier und ich werde die Schweiz entdecken. Die Schweiz ist für Tina Turner mehr als bloßer Wohnort. Sie nimmt am gesellschaftlichen Leben teil und schließt viele Freundschaften. Anzutreffen ist sie an kleineren Events wie hier in einer Modeboutique an der Bahnhofstraße, genauso wie am prestigeträchtigen Zürcher Opernball. Ich tauche ein in diese Art der Gesellschaft und in diese Art Musik. Vor allem die Kleider sind bezaubernd. Es macht einfach Spaß. Es ist immer schön, etwas anderes auszuprobieren. 1997 zieht Tina Turner weg von der Stadt Zürich. Allerdings nur 10 Kilometer weiter an die Zürcher Goldküste. In eine Villa mit Seeanstoß. Ihr erster Besuch in ihrem neuen Zuhause beschreibt Turner in ihrer Autobiografie. Wir fuhren durch das Tor des Chateau Algonquin. Ich blickte auf und ein Schauer durchfuhr mich. Es war dasselbe Gefühl, das mich überwältigt hatte, als ich Erwin das erste Mal begegnete. Dieses Mal verliebte ich mich Hals über Kopf in ein Haus. Mein Traumhaus. Endlich war ich daheim. In Küssnacht schließt Tina Turner auch Freundschaften. Zum Beispiel mit Regula Curti, Unternehmergattin und Musikerin. Mit ihr teilt sie ihre spirituelle Seite. Mehrere Musikalben geben die beiden heraus. Zusammen mit Musikerinnen unterschiedlicher Herkunft singen sie interreligiöse Mantras und Gebete. Für dieses Projekt steht Tina Turner mit 72 Jahren auch nach ihrem Rücktritt nochmals auf der Bühne. Zusammen mit einem Schweizer Kinderchor an den Sport Awards. Mit diesem Projekt bin ich an einem anderen Punkt angelangt. Ich sende eine andere Botschaft aus als früher. Damals zog ich die Aufmerksamkeit mit Minirock und roten Lippen auf mich. Das hilft mir aber heute wiederum, nun diese Bewegung zu unterstützen. Und das ist eine viel wichtigere Botschaft. Greater. 2010, drei Jahre bevor Tina Turner in der Schweiz eingebürgert wird, erhält sie den Swiss Award. Der Montreux Jazz Festival Gründer Claude Nobs überreicht der Wahlschweizerin die Auszeichnung in der Kategorie Show. And I am so thrilled
Tina Turner! Ich fühle mich willkommen bei euch. Vielen Dank. Thank you. Ich bin glücklich, hier in der Schweiz zu leben und diesen Preis zu erhalten. Juli 2013. 120 Gäste aus der ganzen Welt treffen vor der Villa des Superstars in Küsnacht ein. Tina Turner heiratet ihren Partner Erwin Bach. Pompös, aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das Leben ohne die Öffentlichkeit wird für Tina Turner immer wichtiger. Einen Eindruck davon, wie wohl sie sich am Zürichsee fühlt, gibt sie im Videoclip ihres Songs Mother Within Heavenly Home. Nach schweren Schicksalsschlägen und Krankheiten ist ihr Anwesen am Zürichsee ihr wohl wichtigster Kraftort geworden. Hier kann die Wahlschweizerin nun in Ruhe ihren Lebensabend verbringen. Herr Wichmann, man darf behaupten, dass sich Tina Turner in ihrer Wahlheimat der Schweiz sehr wohl fühlt. Das behauptet sie auch selber. Was glauben Sie, wieso ist das so? Sie hat eine wunderbare Zeit dort. Sie lebt auch nicht am allerschlechtesten der Schweizer Orte. Sie lebt da in Küsnacht mit Blick auf den wunderschönen See. Und sie fühlt sich in der Tat dort sehr wohl. Die Präsenz von Tina Turner in der Schweiz ist nicht eine pragmatische Angelegenheit und ist keine Sache, die irgendwie temporär oder vorübergehend ist. Sie lebt da sehr lange. Sie hat darum gebeten, eingebürgert zu werden. Er hat dort sehr lustige Sachen erlebt und ist ein großer Freund ihres Landes. Sie lebt in einem Chateau, in einem Schloss in Küsnacht. Welche Rolle spielt dieses Zuhause in Ihrem Leben? Wie wichtig ist das? Dieses Haus, das ist natürlich schon so ein Rockstar-Haus, das muss man schon auch sagen. Ja. Also alleine das Schild vor dem Haus, da verrät man nicht so viel, wenn man das sagt, weil das sieht man ja auch von der Straße aus. Keine, no deliveries before 12 o'clock, also keine Lieferungen vor 12 Uhr. Schon eine Ansage, ja, schon eine Ansage. Das Haus ist für sie das Nest, das ist für sie der Ort der Geborgenheit, das ist der Ort, an dem sie sich unglaublich wohlfühlt. Man darf eines nicht vergessen, die Privatheit ist das kostbarste Gut. Und vor diesem Hintergrund ist natürlich sowohl die Schweiz mit dem Respekt vor Privatheit, mit dem entspannten und gelassenen Umgang mit der Prominenz anderer Leute, mit der großen Toleranz gegenüber Leuten wie ihr, aber eben auch das Haus selbst ist natürlich eine Art Schutz, um genau diese Privatheit zu erhalten. Und jeder Quadratzentimeter in diesem Haus ist dem enormen Gestaltungswillen von Tina Turner mindestens einmal begegnet. Das heißt, da ist nichts dem Zufall überlassen. Sie hat das wunderschön gemacht. Es ist von einer wirklich zeitlosen Opulenz. Es ist ein sehr sinnliches Haus. Das Haus hat auch einen Duft, der wiedererkennbar ist. Darüber haben meine Co-Autorin und ich oft gesprochen, dass es ein ganz eigener Duft ist in diesem Haus. Es gibt eine ganz eigene Atmosphäre und das betrifft alle Formen der sinnlichen Wahrnehmung. Das Licht, die sozusagen das Sehen, das Hören, das Riechen, das Schmecken, das Haus hat eine Präsenz, hat eine ganz starke Präsenz. Das Haus hat eine Aura, respektive sie hat dem Haus eine Aura gegeben und das Haus hat ein bisschen die Aura zurückgegeben. Es ist ja, gab es ja schon vorher Tina Turner, dieses Haus. Also das ist schon was sehr Spezielles, aber die beiden passen irgendwie zusammen, das Haus und seine Bewohner. Über ihre Einbürgerung erzählt Tina Turner, dass sie so nervös war wie vor keinem anderen Konzert. Wie war das denn? Sie schildert es oder hat uns das damals geschildert auf eine wahnsinnig lustige Art und Weise, weil sie einerseits Angst hatte vor den Fragen, die kommen und sie hat sich entsprechend auch vorbereitet. Also sie hatte sozusagen, in Deutschland sagt man Nachhilfestunden dafür, dass sie da auch die richtigen Sachen sagte. Das war das eine. Das zweite war, dass sie dann versucht hatte, so ein bisschen die Sympathien der ihr gegenüber sitzenden Herren dadurch zu erlangen, dass sie sich überlegt hat, was kann ich gut? Ich kann gut singen. Was gibt es? Es gibt die Schweizer Nationalhymne. Dann könnte ich doch mal die Schweizer Nationalhymne singen. Und so auf diese Art und Weise hat sich das abgespielt. Aber sie hat in der Tat gesagt, dass sie noch nie, obwohl das Publikum nicht so groß war, sie hat schon vor mehr Leuten gesungen als fünf oder vier Leuten, die ihr bei der Einbürgerung gegenüber saßen, sie war noch nie so nervös wie da. Aber sie wurde eingebürgert. Und welche Rolle spielten die Steuervorteile? Es würde mich nicht überraschen, wenn man den einen oder anderen prominenten Weltstar findet, der genau aus diesem Grund in der Schweiz lebt.
Bei Tina Turner ist das nicht der Fall. Ich glaube, bei ihr ist es eine Mischung aus einer privaten Motivation und aus einer wirklichen, immer größer gewordenen Liebe und Zuneigung dem gegenüber, was sie in der Schweiz findet und den Menschen gegenüber, mit denen sie in der Schweiz zu tun hat. Wenn die Gründe für eine Staatsbürgerschaft nur in Fragen des Steuerrechts liegen würden, dann kennt man Tina Turner nicht gut genug. Sie ist ein viel zu sinnlicher, viel zu empathischer, viel zu wenig rationaler Mensch, um allein davon eine solche Entscheidung abhängig zu machen. Und das Zweite ist, sie wäre sicherlich auch nicht so lange dort und würde sicherlich nicht den absoluten Großteil ihrer Zeit immer dort verbringen, wenn sie den Ort nicht so mögen würde, wie sie ihn wirklich mag. Herzlichen Dank, Herr Wichmann, für das spannende Gespräch und die vielen Eindrücke und Einblicke in das Leben von Tina Turner. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Zurück aus München sind wir jetzt wieder hier in Küsnacht. Und da wollen wir selbstverständlich jetzt von den Bewohnerinnen und Bewohnern auch wissen, wie das denn so ist, wenn eine Weltstar unter ihnen lebt. Und anfangen tun wir hier in der Bäckerei Kägi, von der schwärmt Tina Turner nämlich in ihrer Autobiografie. Hallo, grüezi wohl. Grüezi, Herr Kägi, freut mich sehr. In ihrer Autobiografie schwärmt ja Tina Turner von der Bäckerei Kägi und sagt, sie ist Kundin da. Stimmt denn das? Jawohl, das ist richtig. Und was kauft sie denn bei Ihnen ein? Also vor allem die simpel einfachen Fruchtschlaufen in Aprikosen und Zwetschgen. Und stimmt das, dass Sie auch schon Torten für Sie gemacht haben? Ja, das waren Geburtstagstorte und das letzte, das grosse war die Hochzeitstorte von ein paar Jahren. Wow, und können Sie da irgendetwas verraten, wie die ausgesehen hat oder wie die geschmeckt hat? Es war etwa 2,5 Meter hoch, 6-stufig und diverse Aromen. Sie hat alles kleine Küchlein drauf wollen und dann einfach so aufbauen. Und so war sie mit dem Mann als Pute, als so Statue. Und da ist man sicher auch stolz, oder? Wenn man so etwas machen darf, für so eine Welt. Jawohl, sehr. Ja. Danke Ihnen vielmals, Herr Kägi, weiterhin alles Gute. Danke. Wiedersehen. Ade. So, und jetzt besuchen wir einen, der Tina Turner schon ein paar Mal begegnet ist, nämlich den Gemeindepräsident von Küsnacht, den Markus Ernst. Danke vielmals. Herr Ernst, wie lange ist es her, dass Sie der Tina Turner das letzte Mal begegnet sind? Vor knapp 2 Jahren sind wir da und haben die Weihnachtsbeleuchtung miteinander angezündet, die Frau Turner spendiert hat. Wie geht Küsnacht als Gemeinde so um mit einem Weltstar wie der Tina Turner? Also ich denke ganz natürlich, also Frau Turner kann man ja im Dorf antreffen. Vielleicht zieht sie ein bisschen mehr Blick auf sich, wenn sie dann auch in einem Geschäft oder in einem Restaurant ist. Aber es ist nicht so, dass sie sich nicht recht bewegen und da Trauben hinter ihr her wären. Und wie stolz ist man da, dass Tina Turner eine Küsnachterin ist? Ja, wir sind schon stolz. Wir haben uns auch gefreut, als sie das Bürgerrecht bekommen hat. Das ist speziell und Frau Turner ist ja wirklich eine ausschließlich positiv besetzte Person. Und das macht einem natürlich schon Freude, wenn man so etwas im Dorf haben darf. Es ist ja so, die Geschichte von der Tina Turner, die fasziniert. Was fasziniert denn Sie persönlich an ihrer Biografie? Ja, es ist Geschichte wirklich von allem Anfang an mit den Problemen, die sie gekämpft hat, wie sie aufgekommen ist, eigentlich den American Dream gelebt hat und jetzt auch am Schluss sie ihren heutigen Mann eigentlich das Leben gerettet hat. Das ist ja schon eine unglaubliche Biografie eigentlich. Absolut, ja. Und ihre Lebensgeschichte, die ist jetzt auch Musicalstoff. Nein, das ist nicht Tina, das ist Christina. Hauptdarstellerin im Tina Turner Musical in Hamburg. Mit ihrer Rolle am Operettenhaus ist für die 30-Jährige ein Traum in Erfüllung gegangen. Seit ihrer Kindheit ist Tina Turner das große Idol der US-Amerikanerin. Diesen Moment, als ich den Anruf gekriegt habe, dass ich Tina spielen dürfte, bin ich auf mein Bett vor Freude gesprungen und meine Lattenrüste kaputt gemacht. Das war echt toll. Ja, das war echt ein schöner Moment. Seit 8 Monaten nun ist die Bühne und Tina Turner Christina Loves Alltag. Um in die Rolle des Superstars zu schlüpfen, ist ein Ort im Theater ganz besonders wichtig.
Okay, wir sind jetzt in der Abendmaske. Hier werden alle Perücken frisiert und platziert für die Abendvorstellung. Haare ist sehr wichtig für Tina. Hier sind wir bei Nutbush, wo Tina ganz jung war, 16 Jahre alt war. Hier sind wir in die 60er, 50er, 70er mit dem Mittelscheitel. Und hier ist die ikonische Tina Löwenmähne. Wenn sich Christina in Tina verwandelt, dann fühlt sie sich ihrem Idol besonders nahe. Aber auch wegen vieler Parallelen ihrer Biografien. Sowohl Tina wie auch Christina sind in den Südstaaten der USA in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Es spiegelt auch viele Facetten von meinem Leben. Wir haben viel gemeinsam. Und es erinnert mich jeden Tag daran, dass meine Träume wahr werden können. Und wenn ich mich mies fühle oder schlecht fühle, dann muss ich einfach diese Show spielen und dann danach weiß ich, dass alles möglich ist. Ein weiterer Traum verwirklichte sich für Christina Love vergangenes Jahr. Als Vorbereitung auf ihre Rolle durfte sie Tina Turner persönlich besuchen, in deren Haus am Zürichsee. Das war mein 29. Geburtstag. Ich kam da rein und ja, sie hat Happy Birthday zu mir gesungen und mich umarmt. Und es war toll zu merken, wie diese Frau so königlich ist, aber trotzdem bodenständig ist. Eine lebende Legende zu verkörpern, das sorgte auch bei der routinierten Musical-Darstellerin bei der Premiere diesen Frühling für Lampenfieber. Vor allem, dass Tina vor Ort sein wird und ihre Meinung von meiner Performance ausgeben würden. Das war wirklich, ja, ich habe ein bisschen Druck gefühlt, ja. Ja, nur ein bisschen. Und wohl auch in diesem Moment, als sie mit ihrem Idol einen kurzen Auftritt in Hamburg auf der Bühne hatte. Ich musste mich anfassen. Ich bin da. Christina, du bist da, neben Tina Turner, und du singst. Thank you. I give you all my blessings. Thank you so much. Mit dem Segen des Superstars steht Christina Love nun Abend für Abend auf der Bühne und erzählt die inspirierende Geschichte ihres Idols. Und ein bisschen auch ihre eigene. Ja, es ist doch wirklich auffällig, wie ähnlich sich die beiden Frauen sind. Wir haben es aber ganz genau wissen und haben Christina Love mit Zitat von der Tina Turner konfrontiert. Die behauptet zum Beispiel von sich, dass sie absolut keine Frühaufsteherin ist. Und das macht sie schon hier am Hauseingang klar. Hier steht nämlich vor 12 Uhr nicht läuten und keine Lieferungen. Ob das auch auf Christina Love zutrifft, wir haben es wissen im Harmoniespiel «Ich und Tina». Und hier Tina Turners erste Aussage. Ich komme erst spät am Tag aus dem Bett. Ja, vor allem wegen dieser Show. Ich kann nur erst um 3 Uhr morgens oder so, 2 Uhr morgens schlafen gehen. Und ich brauche 8 Stunden Schlaf, um mich zu regenerieren. Ich singe, seit ich denken kann. Ja, ich habe angefangen mit 2 in der Gospelchor in meiner Kirche zu singen und ja, ich habe fast bestimmt gesungen, bevor ich gesprochen habe. Ich treibe keinen Sport außer Tanzen. Nein, das stimmt eben nicht. Ich liebe es zu trainieren und ich mache viel Krafttraining mit Gewichten und auch ich liebe es zu laufen. Ja. Als ich meine große Liebe Erwin traf, zitterte ich am ganzen Leib. Oh! Nein, so, das ist nicht meine Geschichte. Ich esse gerne scharf und exotisch. So, ich kann überhaupt kein scharfes Essen ertragen, weil ich sehr sehr schlimme Refluxprobleme habe und das geht auf die Stimmbänder und dann verliere ich meine Stimme und ich kann nicht mehr singen oder sprechen. Das ist wirklich krass. Und ich liebe die Schweiz. Ich glaube,
Die Schweiz ist einer der schönsten Länder der Welt. Ich war da und habe gedacht, jede Ecke sieht aus wie ein Postcard. Das ist wirklich so. War das gemalt? Es sieht so aus, als ob es von Gott selbst gemalt war. Ich liebe den Schweiz. Und wir können Ihnen sagen, dass Sie zu 70% mit Tina übereinstimmen. Ah, wow. Ja. Cool. Ja. Hat Sie das überrascht? Das hat mich eigentlich nicht überrascht. Ich habe wirklich gefühlt, als ich Sie kennengelernt habe, dass wir sind sehr ähnlich. Und sie hat es auch zu mir gesagt. Ja, ich finde das schön. Wir auch. Danke und tschüss. Ja, ein Grund, wieso Tina Turner die Schweizer so liebt, ist ja, weil sie sich hier so frei bewegen kann. Und ich gehe jetzt einmal umfragen, ob man ihr im Alltag tatsächlich auch einfach so über den Weg läuft. Entschuldigung, darf ich Sie ganz schnell etwas fragen? Sind Sie der Tina Turner schon einmal begegnet? Ich habe sie mal gesehen. Im Einkaufsladen hier unten bei Moreira. Haben Sie sie angesprochen? Oder? Würde ich nie machen, weil das ist fast ein bisschen zu gepusht. Sie haben sie gesehen? Ja, vor ein paar Jahren habe ich sie gesehen. Am Joggen, der Sonne unten am See. Und hinter da ist der Mann nachgesprungen, oder? Entschuldigung, sind Sie Tina Turner zufällig schon mal begegnet? Das bin ich, jawohl. Und zwar im Restaurant Buch oberhalb von Herliberg. Und wie haben Sie auf sie reagiert? Ja, ich habe sie als Stimme erkannt und wir haben natürlich dann schön diskret weggeschaut. Danke vielmals, einen schönen Tag Ihnen noch. Ade. Wir haben Schweizer Persönlichkeiten getroffen, die Tina Turner ganz nahe gekommen sind und die Begegnungen in besonders schöner Erinnerung behalten. Tina Turner auf dem Titelbild der Vogue. Mit 73 wird sie noch einmal zum Covergirl. Und sie dürfen den Weltstar damals ablichten, das renommierte Schweizer Fotografenduo Claudia Knöpfel und Stefan Indlekofer. Doch zuerst müssen sie vorsprechen, zu Hause bei Tina Turner herself in ihrer Küsnachter Villa. Dann hat uns Didier ihren Butler empfangen und dann haben wir gewartet und ist sie dann gekommen. Sie ist wirklich in einem schwarzen, legeren Homedress, barfuß, ungeschminkt. Und hat uns irgendwie wie schon in den Arm genommen. Also das ist mir, dass sie so offen und warmherzig ist und uns auch ihre privaten Räume gelassen hat. Das ist ja auch nicht irgendwie selbstverständlich. Aber sie hat es uns sehr, sehr einfach gemacht, habe ich gefunden. Aber ich weiss, wir haben das Fitting zuerst gemacht bei ihr, in ihrem Ankleidezimmer mit der Modechefin vom Deutschen Vogue. Sind wir dort gewesen. Und dann sitzt sie dort im schönsten Dessous mit High Heels und ich meine, die Beine, wie wir alle noch träumen davon. Wenn die Kamera angegangen ist, ist wie ein Lichtschalter angegangen. Sie hat dann irgendwie gesagt, ja, sie hätte gerne ein Lied, das sie in letzter Zeit extrem viel hört, das heisst Sonnentanz. Das haben wir dann heruntergeladen, es ist so hausig. Und sie hat dann zudem getanzt und gesungen. Das war wahnsinnig. Und dann hat es auch lustige Sachen gegeben. Dann gehen wir raus aus dem Haus, jetzt hat er so eine grosse Garage. Dann geht so das Dach oder das da rauf. Und dann steht dort irgendwie, was weiß ich, ein Rolls-Royce oder ein Bentley. Und an der Wand hängen einfach all die goldigen und Platinum Schallplatten. Und wir sind dann nochmal zu ihr heim, haben ihr alles präsentiert und hat gesagt, oh, sie will es aber noch dem Butler Didier zeigen und hat ihn dann aus der Küche geholt und hat ihm Bilder zeigen und er hat dann alles angeschaut und ist in Deutschland und hat kein Wort gesehen. Und sie so, da hatte ich mit Tränen in den Augen gehabt. Also das war irgendwie wahnsinnig ein schöner Moment gewesen und da hat sie sich auch so gefreut. Tina Turner in den 70er Jahren im Zürcher Kongresshaus, eines ihrer ersten Konzerte in Europa überhaupt. Journalist H. Elias Fröhlich ist Fan der ersten Stunde. Schon damals lässt er es sich nicht entgehen, Tina Turner backstage zu treffen. In den Jahren danach interviewt er den Superstar immer wieder. Eine Begegnung bleibt ihm ganz besonders in Erinnerung. Ihren 60. Geburtstag. Sie hat in der Kunststube im Haus Petermann hat sie gefeiert. Und an diesem Abend zufällig ist der Lionel Richie im Hallenstadion auftreten.
Ich hatte vorher ein Interview mit dem Richie in der Garderobe vom Hallerstadion und frage ihn, du, Tina Turner, wie seid ihr die? Ja, habe ich gesagt, heute Abend ist 64. Geburtstag. Das könntest doch du mit mir mitkommen und ihr Happy Birthday singen. Ich war hell begeistert, Feuer und Flammen, und dann sind wir nach dem Konzert in die Kunststube. Sie hat nichts gewusst, es war auch wirklich am Festen, sie war gut drauf, hatte ein bisschen viel Champagner gehabt. Und der Lionel taucht plötzlich in die Türen auf und singt hinten Happy Birthday. Also da muss man einfach dann nur noch das Gesicht von der Tina Turner sehen. Das ist eine absolute Überraschung. Die ist fast ausgeblieben. Dann sind sich die beiden nach dem Singsang um die Arme gefallen und hat sich fast nicht mehr loslassen. Rosenregen über Tina Turners Haus am Zürichsee. Der romantische Höhepunkt ihrer Hochzeit 2013. Angekündigt wird dieser Augenblick mit urchigen Klängen. Mike Maurer und sein Quartett Alphorn Experience sind Teil des Programms der Hochzeitssause. Tina Turner hat gesagt, I heard you! Sie hat immer wieder so ein bisschen zurückgezogen, um sich auszuruhen. Und dann ist sie im Backstage abgesessen und dann konnte ich ihr gratulieren zum Hochzeit. Und ich habe ihr auch erzählt, dass ich im 1985 an einem Konzert von ihr im Hallenstadion war. Für den Tina Turner-Fan ein einzigartiges Erlebnis in verschiedenster Hinsicht. Es war sehr straff durchorganisiert, mit einer Eingangskontrolle, wie wenn man irgendwie in ein Hochsicherheitsgefängnis rein würde. Wir müssen Vereinbarungen unterzeichnen, dass wir nichts verraten, was wir dort sehen, dass wir ja keine Fotos machen. Fotos braucht es auch nicht. An diesen Auftritt wird er sich auch so ein Leben lang erinnern. Der schönste Moment dieser Hochzeitsfeier für mich war, als Bryan Adams solo ein Lied für sie gesungen hat. Haben Sie da Hühnerhaut gehabt? Ja, da bin ich, habe ich mich privilegiert gefühlt, dass ich das miterleben durfte. Der Zürcher Opernball im Jahr 2005. Unter den Gästen Tina Turner und Medienunternehmer Roger Schawinski. Dieser lässt sich die Chance nicht entgehen und bittet die Rock-Ikone zum Tänzchen. Ja, es war eine Gelegenheit. Wie oft kommt man an Tina Turner an einen Opernball an? Und ich habe einfach, ja, ich habe mich getraut, das zu machen. Es war lässig natürlich, aber ich war natürlich auch ein bisschen nervös und habe vielleicht ein bisschen überreagiert und habe immer gedacht, wow. Es war dann relativ schnell fertig, weil wirklich die Aufmerksamkeit war so gross. Alle sind rings um uns herumgestanden. Und es ist, glaube ich, ihr und mir dann fast ein bisschen peinlich. Ich glaube, sie hat weder vorher noch nachher je einen Opernball mit irgendjemand anderem getanzt. Auch nicht mit dem Erwin. Und ich glaube, das nimmt er mir übel. Wir haben uns eine Stunde lang auf die Spuren begeben, der Queen of Rock, der Tina Turner. Was für eine Frau, was für eine Karriere. Jetzt verabschieden wir uns hier aus Küsnacht, dem Heimatort von der Tina Turner. Ich sage Dankeschön vielmals fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen miteinander.